Herzlich willkommen zu unserem heutigen Training, unserem funktionellen Training. Dazu brauchen wir gleich folgendes Equipment, und zwar ein Handtuch, ganz normal, ein kleines Handtuch, was ihr zu Hause habt, und am besten so eine PET-Flasche mit einem Liter Wasser. Erkläre ich euch gleich noch, das könnt ihr erstmal zur Seite legen. Wir machen uns erst ein bisschen warm. Fangt einfach mal an, am Platz locker euch zu bewegen. Leichte Tippelschritte, die Arme sind dabei locker am Körper, die Schultern locker lassen, auch die Hände locker lassen, im Wechsel kleine Schritte machen, um den Kreislauf so ein bisschen in Schwung zu bringen. Ihr könnt auch gerne die Knie dann ein bisschen nach oben nehmen. Und dann wieder locker laufen. Dann gehen wir in eine leichte Grätsche und springen gekreuzt. Einmal den einen Fuß nach vorne und einmal den anderen. Die Arme könnt ihr entweder locker hängen lassen oder an der Seite halten. Ihr könnt gerne eine kurze Pause machen, wenn ihr in der Kreuzstellung seid. Und dann die Beine wieder öffnen. Noch zwei machen wir. Und lösen. Gerne kurz lockern die Beine. Wir bleiben in der Grätsche. Nehmen die Arme zusammen, mobilisieren noch ein bisschen den Oberkörper. Und wir gehen dabei nach links unten und nach rechts oben. Kurz durchatmen dabei. Den Rücken mitnehmen, von der linken Seite nach rechts oben lang machen. Das letzte Mal. Und wir wechseln die Seite. Wir starten rechts unten und gehen nach links oben. Gleichmäßig atmen. Und wieder schön den Rücken drehen, zur Seite. Und wir machen die letzten zwei. Und wir lösen. So, jetzt sind wir ein bisschen warm geworden. Wir starten mit unserer ersten Übung. Dazu nehmt ihr euer Handtuch und faltet das Handtuch hier in der Mitte durch. Und rollt es zusammen und legt es zusammengerollt auf die Matte. Unsere erste Übung, dazu stellen wir ein Bein auf das Handtuch. Jetzt müsst ihr ein bisschen das Gleichgewicht halten bei der Übung. Und wir nehmen ein Bein nach hinten, gehen tief und hoch und versuchen das kurz zu halten. Nochmal tief. Hoch und kurz halten. Ganz kontrollierte Übung. Tief hoch und halten. Ihr könnt die Arme gern ein bisschen zur Hilfe dazu nehmen, um das Gleichgewicht besser zu halten. Und wer es schafft, natürlich versucht das Knie vorne möglichst waagrecht zu halten. Das Ganze machen wir 10 Mal. Ruhig atmen dabei und versucht dabei auch das Standbein ganz leicht gebeugt zu halten. Und die letzten zwei, dann haben wir schon eine Seite. Und noch einmal tief und hoch. Sehr gut. Dann machen wir das Gleiche natürlich mit dem anderen Bein. Ihr stellt euch wieder drauf, kurz das Gleichgewicht finden, wir gehen wieder nach hinten und hoch. Ihr merkt vielleicht, dass euch eine Seite ein bisschen leichter fällt als die andere. Das ist meistens so. Versucht, euch auf einen Punkt zu konzentrieren, dann ist es etwas leichter,
das Gleichgewicht zu halten. Die Arme helfen wieder. Die Schultern sind locker dabei. Und das Standbein ist wieder leicht gebeugt. Auch hier versuchen wir wieder unsere Zehen. Und wir sind schon gut über die Hälfte. Und wer es schafft, natürlich auch das Knie vorne. Wieder nach oben nehmen. Zwei haben wir noch. Dann habt ihr es geschafft. Und ein letztes Mal. Und halten. Und abstellen. Sehr schön. Das Handtuch könnt ihr liegen lassen, das brauchen wir gleich nochmal. Dann stellt ihr euch einfach gegrätscht mit beiden Beinen um das Handtuch und nehmt mal eure Wasserflasche, nicht zum Trinken, das können wir später machen. Haltet die Wasserflasche mit den Handflächen von unten rechts und links. Wir werden jetzt mit dem Oberkörper tief gehen, lassen allerdings die Beine gestreckt und gehen wieder nach oben. Ich zeige es euch. Erstmal ohne die Flasche. Tief gehen. Und wieder hoch. Jetzt bauen wir die Flasche in die Übung ein. Wir gehen tief und heben die Flasche nach oben und werfen sie dabei. Wieder tief gehen. Hoch die Hüfte nach vorne. Und werfen. Jetzt versuchen wir das Ganze natürlich möglichst flüssig zu machen. Das heißt, in der Hochbewegung die Flasche schon anzuwerfen und möglichst auch wieder zu fangen. Sehr schön. Und wir machen das Ganze noch dreimal. Und ein letztes Mal. Und wieder fangen. Ihr könnt die Flasche kurz zur Seite stellen. Wir kommen zur nächsten Übung. Dazu brauchen wir wieder unser Handtuch. Gleiche Position wie gerade. Wir starten wieder mit einem Fuß. Ihr stellt euch drauf. Jetzt werden wir versuchen, uns im Einbeinstand hier zu halten. Das heißt, das andere Bein möglichst nicht auf den Boden absetzen. Die Arme nehmen wir seitlich an den Körper. Gerne auch, um das ein bisschen auszugleichen. Und wir machen einen Kick nach vorne. Ihr könnt dabei gerne leicht hoch-tief gehen im Knie. Wichtig ist, das Standbein bleibt dabei leicht gebeugt. Und ihr versucht, immer auf dem einen Bein stehen zu bleiben. Wer es nicht schafft, auch kein Problem, kann gerne kurz absetzen. Und wieder nach vorne das Bein kicken. Drei machen wir noch. Und lösen. Kurz lockern das Bein, wenn ihr wollt. Natürlich das gleiche wieder auf der anderen Seite. Auf das Handtuch stellen. Gleichgewicht finden. Die Arme wieder seitlich zum Körper. Und wir gehen wieder nach vorne. Die Arme dabei leicht zurücknehmen als Gegenbewegung zum Beinkick. Und wer möchte, wieder leicht hoch-tief gehen im Kniegelenk. Und wenn es zu sehr wackelt, natürlich gerne wieder kurz abstellen. Und nochmal nach vorne. Versucht beim Abstellen nicht so viel Gewicht auf dieses Bein zu bringen. Den Haupteinteil macht das Bein auf dem Handtuch. Und wir machen nochmal drei. Und der letzte. Und abstellen. Sehr schön. Dann kommen wir schon zur nächsten Übung. Wir brauchen wieder unsere Flasche. Wir starten mit der Flasche hier links unten. Bleiben in der Grätsche. Nehmen mit beiden Händen die Flasche und gehen nach rechts oben. Wieder unten abstellen und nach oben drücken.
versucht, den Oberkörper dabei mitzudrehen. Und ihr könnt bei jeder Bewegung die Flasche immer ein Stückchen weiter hinter euch kurz absetzen. Alternativ könnt ihr auch mal versuchen, die Flasche weiter weg zur Seite abzusetzen, euch lang zu machen und wieder nach oben zu gehen. Und wir sind schon bei den letzten zwei. Und auch hier haben wir natürlich zwei Seiten. Das heißt, wir starten jetzt auf der anderen Seite unten und gehen diagonal nach oben. Erstmal wieder locker starten, an der Seite die Flasche. Und dann könnt ihr bei jedem Mal etwas weiter nach hinten gehen, kurz absetzen und dann wieder nach oben wegdrücken. Und auch hier die Alternative, weit weg zur Seite und nach oben zur anderen. Und wir sind auch hier schon bei den letzten beiden. Und dann habt ihr es geschafft. Wir bleiben direkt in dieser Position für die nächste Übung. Wir behalten auch unsere Flasche und greifen die Flasche mal mit beiden Händen, rechts und links. Die können wir auch ruhig gerne ein bisschen zusammendrücken. Und jetzt gehen wir nach hinten tief. Ganz wichtig, versucht dabei, den Po nach hinten rauszudrücken und die Knie beim Tiefgehen nicht über die Zehenspitzen nach vorne gehen zu lassen. Die Flasche drücken wir zusammen und nehmen dabei die Arme nach vorne, ungefähr bis auf Schulterhöhe und halten das Ganze kurz und gehen dann wieder nach oben. Wer sich es ein bisschen schwerer machen möchte, kann das natürlich auch auf dem Handtuch machen. Dann kommt noch ein bisschen mehr das Gleichgewicht dazu. Nicht vergessen, die Flasche schön zusammendrücken vorne. Spannung aufbauen. Tief gehen. Und nach oben. Und wir haben nochmal drei. Ausatmen und einatmen. Und wir machen den letzten. Und wir lösen. Dann kommen wir auch schon zur letzten Übung. Wir nehmen unser Handtuch und drehen es einmal rum. Stellen uns wieder mit einem Bein drauf. Wir werden jetzt gleich eine Seitbewegung machen, einen Ausfallschritt zur Seite. Ich zeige das mal kurz. Ja? Das gleiche dann auch auf die andere Seite. Wer möchte, nimmt gerne die Flasche dazu. Wir starten mit dem linken Bein und nehmen die Flasche in die linke Hand. Wir gehen mit dem Fuß nach außen und mit der Flasche zur anderen Seite. Der Arm kann gerne wieder ausgleichen bei der Bewegung und die Flasche bleibt auf Brusthöhe zur Seite und wieder zum Körper. Wer sich gut fühlt, kann gerne mal versuchen, das Bein leicht anzuheben und das Ganze auf einem Bein zu halten. Hier wieder 10 und haben noch 2 übrig. Und letztes Mal. Und wir stellen das Bein ab, wechseln den Fuß, wechseln auch die Flasche in die andere Hand und wir gehen wieder einmal zur Seite und ran und nehmen dann natürlich auch die Flasche dazu, die andere Hand gleicht wieder ein bisschen aus
Und wir bleiben wieder auf Schulterhöhe. Und auch hier natürlich die Variation beim Ranziehen. Das Bein versuchen oben zu halten und das Gleichgewicht zu halten. Und auch hier sind wir schon bei den letzten zwei. Und der letzte. Und wir setzen ab und dann sind wir mit unseren Übungen auch schon durch. Natürlich wollen wir uns auch ein bisschen entspannen am Schluss, die Muskulatur ein bisschen regenerieren. Wir stellen die Flasche ab und wir kreisen einfach mal mit den Schultern ganz locker nach vorne, wie so eine Kraulbewegung. Stehen dabei locker in der Grätsche. Arme nach vorne fallen lassen. Und dann machen wir das Gleiche noch in die andere Richtung. Ziehen die Schultern dabei nach hinten und lassen sie locker fallen. Und wir lösen. Dann nehmen wir die Hände hier auf die Oberschenkel, gehen leicht tief, machen den Rücken lang und rollen wieder nach oben. Und nach oben aufrichten. Beim nach oben gehen. Locker ausatmen. Und ein letztes Mal. Und lösen. Dann gehen wir leicht hinter die Matte. Und tippeln einfach nochmal ganz locker zum Abschluss. Dabei gerne die Beine öffnen und schließen, versetzt. Und versucht dabei auch den ganzen Fuß abzusetzen auf dem Boden. Arme locker in der Seite halten. Und dann sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Es hat euch was gebracht, ihr habt neue Erfahrungen gesammelt. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr gerne unseren Channel abonnieren. Da gibt es ganz viele tolle Workouts für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!